bloß ich lesen, glaube ich. Bitte was? Das kann jetzt bloß ich lesen. Ja, war jetzt, er gefällt mir so besser. Tag, Piraten. Mikro, ich muss näher zum Mikro, ja. Macht das Jahr zum ersten Mal und falls ich jetzt da echt ins Stück Stocken komme, dann bitte ich euch, die Nachsichtgeräte aufzusetzen. Ich habe 4 Klammern in meinem Vortrag. Lasst euch die bitte nicht von den Klammern aus dem Schlaf reißen. Ich habe das Ganze Politik der Angst versus Angst vor der Politik genannt, weil das tatsächlich ein Punkt ist, der mich in meinem letzten 1 Jahr, 3 Monate bei den Piraten doch selber umgetrieben hat. Ich bei mir viel gemerkt habe, ich aber auch Zwischentöne bei uns dachte rauszuhören und da habe ich mich tatsächlich dann mal hingesetzt und mir mal ein bisschen was von der Seele geschrieben und das kriegt ihr heute gedrückt. Wir leben und leiden in einer Kultur der Angstmacherei, wissen wir alle. Terrorgefahren erhöhen sich pünktlich zu Innenministerkonferenzen. Uniformierte Typen mit MPs, die auf Bahnhöfen rumstehen, während gleichzeitig die Bahn völlig aus dem Ruder läuft, wegen dem Angstwort Wetter. Hallo, Steuermilliarden. Davon ein paar tausend von mir, was soll das? Ein paar tausend Milliarden, wow. Ja, wie gesagt, ich bin Anfänger. Rentenversicherungen, also die Rente ist sicher, werden jetzt auf einmal nach Ex-Politikern benannt. Den Kopf findet man dann auf Werbeplakaten. Und die tingeln tatsächlich durch die Gegend. Ich habe es nachgeguckt. Um uns ihre private Zusatzrente zu erklären. Die Knete, wohin wandert die? Logisch, an die üblichen verdächtigen Versicherungskonzerne. Und der ist dann auch noch stolz, eine Marke geworden zu sein. Ich weiß es nicht. Eigentlich heiße ich hier Marki und ich bin hier die Marke. Aber naja. Schaut euch nur mal den Aktienkurs von der Allianz als Marktführer der Was, wenn was passiert? Panikmacherfraktion an. Der kennt nur den Weg nach oben. Man kann also mächtig und reich durch Angst werden. Und das haben noch viel mehr erkannt. Wer kennt nicht das schöne, wohlige Schauer, der einem überfliegt bei aus versicherungsrechtlichen Bedenken? Wenn das mal wieder in irgendwelchen AGBs oder bei Veranstaltungen kennt man es. Man fühlt sich doch fast zu heim, wenn das kommt. Zurück zu den Aktienkurs. Bei dem kommt die erste Klammer. Witzigerweise ist gerade bei den Aktienkursen Angst völlig unerwünscht. Da sollen die Investoren risikobereit sein, damit man entweder eine ordentliche Rendite rausspringt oder wenn es schief geht, da ist die Röhre, in die kannst du reingucken. Meine Damen und Herren, da sind jetzt Eier und Eierstöcke und keine Hoden und Frauen, ich war gefragt. Sie wissen schon, Sie dürfen mal richtig zu lang her. Was mich dann aber wirklich die Schuhe ausgezogen hat, war dann, als diese Panik, Terrorpanikmache bis auf mein Leben runterschlug. Dazu muss ich vielleicht erklären, ich betreibe ein kleines Hostel und gehöre deswegen zu diesen Mövenpick-Steuergewinnler, aber ohne eigene Schuld und mit Zusatzgewinnverwendungsnachweis. Und ich wurde in der Adventszeit und vorher nie, in all den 12 Jahren, vorher nie, im letzten Advent 3-mal von der Polizei kontrolliert und die wollten Einsicht in meine Gästelisten und die Herausgabe dieser Meldezettel. Wahrscheinlich auf der Suche nach irgendwelchen Taliban-Schläfern mit Koffern, keine Ahnung. Und ich führe diese Meldezettel nicht, und zwar aus Überzeugung nicht. Und was ich dem Polizisten natürlich sagte, und der die Frage stellte, ja, warum denn nicht? Und ich, unter Zeugen leider, weil ich Stasi-Methoden ablehne, antwortete. Absolut wahr.
Der Punkt, dass mir die Nummer jetzt gerade ein gut Bußgeldverfahren eingebracht hat, dessen Höhe ich heute leider noch nicht weiß, denn damit hätte ich hier gern entweder angegeben oder mich deswegen betrunken. Ob ihr es glaubt oder nicht mal Herr Gerstl konnte helfen. Und soweit ist es Idula schon gekommen. Ha, Klammer 2. Für die Jüngeren unter euch, Idula ist das Stenokürzel von den Bundestagsstenografen aus der Kohlschen Zeit und steht für die schönen Worte in diesem unserem Lande. Den ich einfach irgendwie trotz Kohl irgendwie schön finde und hier jetzt in meinem Vortrag doch zum Leben erwecken möchte. Klammer zu. Der völlig harmlose Begriff Koffer hat noch die dritte Bedeutung bekommen. Vor allem, wenn er allein gelassen wird, der Arme. Dank Ben hat jetzt jeder Zweite aus meinem nicht piratigen Freundeskreis eine Terrorpanik, nein, danke, Aufkleber am Auto pappen. Da sage ich doch, danke Thomas für die Misere. Kurz und knapp, wir wissen alle, dass was faul ist, Idula. Und dann kommen auf einmal die Piraten um die Ecke und die haben sich eine Politik mit Mut, was man als Fehlen von Angst interpretieren könnte, auf die Fahnen geschrieben. Aber ist dem denn wirklich so? Stimmen Anspruch und Wirklichkeit überein? Ich habe da ein paar Zweifel und da wollte ich jetzt ein bisschen zum Andenken auch anregen. Irgendwer hat uns angesteckt mit dem Angst haben, weil viel schlimmer wäre es, wenn es uns schon so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass wir ohne Angst im Gefühlsmix unseres Lebens uns fürchten oder wenigstens unwohl fühlen. Leben wir schon in dem Fnord? Bitte nicht. Wir alle merken so, erst kommt der Frust über die Situation, wie sie ist. Die wird zur Wut. Und die sucht sich ein Ventil. Und den Überdruck lasse ich zumindest mal aus. Angst, und hier muss ich meinen Kumpel Darth Vader zitieren, erforsche deine Gefühle. Lieber nach innen ab. Warum? Weil es der einfache Weg ist. Und weil es da genug Opfer gibt. Und weil ich das Spiel beherrsche. Hör dich nicht mal von uns einen Tönen. Ich kandidiere, gerade weil ich einen Flame War führen kann. Toll. Moment, eigentlich, ich habe einen Faden verloren. Ja, ich habe ihn wieder. Die Nummer mit den Flame War, so schlimm wird es schon nicht werden, als dass ich mich nicht mit einem Grinsesmiley oder verstehst du keinen Spaß, hast du keinen Sinn für Ironie, locker wieder raus winden könnte. Hey, come on, let's play the game. Amoklaufen ist ja halt keine Option. Nicht kriminell genug, obwohl Ballerspiele kenne ich und Bernd habe ich mir auch schon mal genannt. Und eigentlich könnte ich den Innenministeraffen echt Zucker geben, aber ist keine Option. Was jetzt? Kleiner Pirat mit der falschen Augenklappe. Was nun? Dann drehe ich mich mal in meine Kollegen um. Und wenn ich schon in Fahrt bin, kann ich doch was lostreten, oder nicht? Und genau dann, nachdem ich alle... Bitte was? Verzeihung. Und nachdem ich alle auf allen Mailinglisten abgebasht habe, nachdem ich ca. 60% meiner Parteifreunde siezen, nachdem ich mir eingeredet habe, viel fein, viel eher, dabei aber vergaß, dass der Typ neben mir im Schützengraben wegen meinem Friendly Fire jetzt tot ist, nachdem ich die letzte Mailingliste abbestellt habe, nachdem ich mein letztes Piratenamt aus Protest voreilig hingeschmissen habe, nachdem der letzte GO-Antrag gestellt ist, Ironiezeichen, werde ich merken, dass man Satzungsänderungsanträge weder essen noch zum Politikmachen gebrauchen kann. Und jetzt gucken wir mal in uns rein. Es regiert bei mir jedenfalls schon eine Vorsicht, die man auch als Angst bezeichnen könnte. Beispiele? Aber gerne. Mein Liebling nach wie vor. Du, da müssen wir aufpassen. Das könnte uns die Parteifinanzierung kosten. Oder
Haben wir alle Genehmigungen für die Aktion? Nee, mach mal langsam. Die Pressemitteilung muss noch hier, dort, jenes, gegengelesen. Lektoriert, auf faktische Richtigkeit geprüft, dreifach fürs Archiv kopiert, erst auf die Mailinglisten, dann ins Wiki und darf dann erst rausgeschickt werden. Was sagt Herr Gerstl dazu? Hat das Ben schon gelesen? Du, das bekomme ich auf der aktiven Bayern Miscellaneous, you name it, Mailingliste. Doch eh zerrupft. Ach, lass ich's, komm, ich habe keine Lust auf Stress. Ist das mit dem Bundesvorstand, dem Landesvorstand, der Crew abgesprochen? Wie, was, ihr habt Crews? Oh Gott. Es gibt eine Angst vor Crews. Seitenumbruch, da muss man mal erst wieder, weißt du? Auch ich weiß, ich habe mich oft davon anstecken lassen und tendenziell auch weniger meine Meinung gesagt. Ich hoffe, ihr habt es echt noch hauchzart zu. Ich hoffe, ihr habt es ab und zu noch hauchzart zu Gehör kommen. Klammer 3. Unpiratisch, wenn die Kumpels von meinem Stammtisch jetzt im Stream hocken, hi. Aber wieso denn bloß? Wieso das alles? Und ich glaube, aus Angst, Fehler zu machen. Viele haben Angst vor uns, Fehler zu machen. Und ich habe Angst, Fehler zu machen. Die ist aber unbegründet. Und die können wir uns leisten. Nein, falsch. Falsche Argumentation. Die ist wichtig. Und die sollten wir uns leisten, die Angst, Fehler zu machen, weil sie unsere Instinkte wach hält. Aber wir müssen lernen, diese zu unterdrücken. Wir erleben außen in eine von Ängsten getriebene Politik. Und die, da müssen wir den Punkt dagegen setzen. Das, naja gut, das hat der Kollege schon gesagt. Warum wird fast überhaupt keine Politik mehr gemacht? Außer natürlich Angstpolitik. Das ist aus Angst vor der nicht wiedergewählt werden. Ich kann meinen Posten verlieren. All jenes. Diese Ängste können wir völlig ignorieren. Wir haben noch nicht die gut bezahlten Dinger. Scheiß drauf, lass uns frech sein. Und die zweite Möglichkeit, unsere Angst auszublenden, kam vorhin auch, glaube ich, schon mal kurz, ist das Potenzial, was wir haben. Und zwar in der Menge. Wir haben genügend Kompetenzkollegen. Unser Impfstoff gegen Angst ist unser Potenzial aus 12.000 Köpfen. Und wenn wir mal einen Fuck-up produzieren, was soll's? Wer hat jemals von uns verlangt, dass wir 119,9% überkorrekt fehlerfrei sind? Nur wir und niemand anders. Und deswegen haben auch wir auch das Recht, genau dies in Frage zu stellen, was ich hier und heute tue. Gerade weil wir neu sind, gerade weil wir uns aus den kompletten politischen Gemäßigten Spektrum zusammengefunden haben, um uns endlich mal Gehör zu verschaffen. Und es gibt eine Menge zu finden in den Gehören. Ist es wichtig, dass wir nach innen eine Meinungs- und vor allem auch Fehlertoleranz erlauben. Und wir dürfen das. Wir dürfen uns das erlauben, weil wir erstens noch lernen und zweitens, weil es uns die Frechheit erhält. Und weil wir so frech sind, es einfach zu tun. Und wenn dann mal was aus Transparenzgründen nach außen dringt. Who cares? Wir gehen so mit unseren Fehlern und Fuck-ups, die wir gemacht haben, genau so um. Und ihr? Das ist unser Argument. Lasst es uns nutzen. Das nächste ist frauenfeindlich, das lassen wir weg. Meinungsbild für Frauen? Okay. Hat Ben nicht den Begriff von unserem Hinterzimmer als Glashaus geprägt? Leben wir ihn. Leben wir in Konsequenz, gerade in unseren Fehlern, ohne Angst vor unseren Fehlern. Und das tun wir halt nicht immer. Manchmal mir nicht konsequent genug. Wie oft musste ich erleben, dass Hyänen über jemand hergefallen sind? Bloß nicht die Komfortzone verlassen. Warum auch? Ist doch nur ein Spiel.
Dürfen wir es auf die leichte Schulter nehmen, weil die Ausreden so vielfältig sind? Unsere Ausreden sind immer da draußen. Alle evil. Internetausdruck. Keine Mailinglisten. Twittern überhaupt nur zum Marketingzwecken. Die machen eh, was sie wollen. Zweitens alles falsch. Ich weiß es sowieso besser. Das langt mir. Ach. Allein die Arroganz des Wissens wäre hier eigentlich schon einen eigenen Vortrag wert, aber die Zeit habe ich nicht. Stopp, 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 stopp. Gucken wir nach draußen, die verpixeln ihre Häuser, wollen aber alle mit dem Social Network ihrer Wahl mit mir befreundet sein. Dass ich ja ein Fan ihrer miesen Produkte werde, auf das lauter Kaufmix des Webbevölkerung. Die eigene kündigt ihren Facebook-Account und staut nicht schlecht, wenn eine arme Dioxinsau durch ihr Dorf getrieben wird. Hey, die ist Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Setz mal deine Prioritäten anders, Baby, und kümmere dich um die armen Schweine. Die wollen das Web 2.0 als Marketingplattform und nicht als Demokratieinstrument haben. Und genau das ist das, wovor die Angst haben. Und nicht zuletzt, deswegen wollen die uns raus haben. Die wollen ein Netz, im Netz ein Hausrecht haben, wie ihren schönen Shopping-Malls, in denen die uns dann ihre schöne neue Wirtschaftswachstumswelt verkaufen können. Samt Börsenticker auf dem Prada-Taschendisplay. Denen da drauf und rufe ich nur meine Ass entgegen. Der andere Punkt ist allerdings, und jetzt wird es ernst, die Angst vor meinen Mitpiraten. Warum habe ich Angst vor der Machete meines Nachbarns? Auch da habe ich so meine Liste. Wollt ihr die wirklich hören? Es macht mir Angst, wenn Pirat XY A sagt, B blockt und am Ende noch C twittert. Hallo, wer bist du und was hast du mit Pirat XY gemacht? Warum macht es mir Bauchschmerzen, dass Pirat Z nur 80% meiner Meinung ist? Woher kommt der Drang, dem armen Z die vollen 100% zu geben? Meinungsaustausch soll nicht bedeuten, dass ich mit meiner Meinung rein, aber mit seiner aus dem Gespräch rausgehe. So schön es ist, jemanden mit Argumenten zu überzeugen, bedenkt Folgendes. Jeder hat seinen eigenen Mix aus Erfahrungen, Alter, Geschlecht, you name it. 80% Überzeugung. Und die sehe ich innerhalb der Piraten dicke gegeben. Lang. Und wenn die restlichen 20%, wo wir uns dividieren, respektvoll akzeptieren, ohne Nachgetrete, ohne Hinterhergetwittere und was es da alles so gibt, dann macht mir das keine Angst mehr. Es ist im Augenblick auch so, dass man ja erstmal eine Angsthürde zu überwinden hat, seine Meinung erstmal zu sagen. Nicht jeder, ist mir schon klar, aber viele. Dann habe ich Angst. Angst vor Meinungsarmut und Rechthaberei. Wieder, ein jeder mache seine Liste. Wo er selber über Rechtehaber gestöhnt, dann aber 10 Minuten später den Rechtehaber gespielt hat. Ich sage nur, ein Beispiel, man könnte es fast verfilmen, Liquid Feedback und der Krieg der Schulmeister. Jeder hat Recht, immer und zu 100%. Und das sollte uns Angst machen. Da entstehen Reibungsverluste. Und das sind hier nur meine Beispiele. Ein jeder macht da seine eigene Liste. Ihr wisst schon, mein Kumpel Dars. Ja, das Ding rutscht irgendwie nach unten. Und jetzt kommt noch meine frechste Behauptung. Ich glaube, wir haben auch Angst vor der Politik da draußen. Was wäre denn, wenn der Fall 5% plus X einträte? Ich höre zum Beispiel öfters die Frage der Verhandlungsmasse. Da gibt es eine Argumentation,
dass wir bei Koalitionsverhandlungen auf piratige Standpunkte verzichten müssen. Hört ihr die Angst mitschwingen? Jene kann ich beruhigen. Sollte es zu diesem Luxusproblem überhaupt kommen, mal ehrlich, wie glaubt ihr wohl, wird ein Koalitionsvertrag mit den Piraten zustande kommen? Hat jemand Ideen? Nö. Auf dem Programmparteitag. Und glaubt ihr wirklich, dass auf dem nur eine einzige piratige Kernposition unter die Räder kommt? Ich nicht. Ich glaub's nicht. Davor habe ich nur wirklich keine Angst. Und vollstes Vertrauen in unsere Methoden. Und auf der anderen Seite mal off-topic, ob jemand überhaupt eine Koalition mit einer Transparenzpartei eingehen will, ist ein ganz anderes Thema. Ich hoff's, dein Wort in Gottes Ohr. Aber auf der anderen Seite, scheiß auf die Koalition, was spricht denn eigentlich dagegen, das zwitschernde Vögelchen in der Opposition zu sein? Stell dir mal ziemlich spaßig vor. Wir haben offensichtlich auch Angst voneinander. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns noch nicht allzu lange kennen. Ich selber kenne ja knapp die Hälfte. Aber an der Stelle arbeitet die Zeit ja für uns und auch heute und überhaupt. Aber was ist mir da alles schon unter die Ohren gekommen? Es gibt die da oben, den da unten, die Bayern, die Franken, den KV Nürnberg, die Cruz. Die Berliner, da wiederum speziell die Prenzlauer Clique und alle Bodos dieser Welt gleich mit. Was oft als Streit um Meinungen und Konzepte herhalten muss, ist doch in Wirklichkeit von der Angst geprägt, nicht die Nase vorn zu haben. Wo ist denn das Problem, wenn der LV Bayern nicht der Größte ist? Sind wir hier beim Schwanzvergleich? Frauen, sagt mal was. Nicht twittern, müssen wir sagen. Du bist das Schwanzvergleichsradar. Sei froh, dass du ohne auskommen musst. Auch hier nochmal kurz auf die 80%-Regel von oben. Und die sehe ich nach wie vor echt gewahrt. Hier mal ein bisschen weniger den Verschwörungserwarter und lieber den Vertrauer machen. Und keine Angst haben, auch mal in die Vorleistung zu gehen. Auch ich. Das wird schon mit den Berlinern. Die Berliner sind mit Berlin genug beschäftigt. Und wir mit unserer Suppe. Gibt es die eigentlich noch? Wir sind alle Piraten. Lasst es uns, fast hätte ich gesagt, Hand in Hand leben und lassen wir uns leben. Wir können es doch. Wir können es Wahlkampf. Ich hatte ziemliche Angst, ob das mit der BW-Unterschriftenaktion klappen könnte. Und so wie es aussieht, Strike. Viel Glück dahin übrigens. Wir können noch vieles mehr. Wir stehen mit Plakaten in den Gegenden rum. Klar, mit allen notwendigen Genehmigungen, logisch. Machen Infostände und. Und hab bitte, Piraten, keine Angst vor den analogen Wesen da draußen. Mailinglisten machen keine Politik. Und wenn es noch so viele sind, sie tun es nicht. Mir wäre es ja wirklich vielleicht auch lieber, wenn sie es täten, aber sie tun es nicht. Holen wir uns unsere Reibungsverluste da, wo es uns was bringt und nicht dort, wo der Verschleiß in unseren eigenen Reihen am größten ist. Ah, eins noch. One more thing. Wovor ich allerdings so richtig Angst bekomme, ist, wenn wir bei den neuen Chancen, die der Kollege angesprochen hat, keine Duftmarken, nicht zwingend 5%, aber Duftmarken setzen können. Dann schwant mir eine KT, Börsenticker, Neocon, sarazinisches Bankerweltbild, you name it, Horrorwelt, in dem sich weiterhin die Reise in unser aller Zukunft auf ein einzig dämliches Wort reduzieren lässt. Wachstum. Aber das ist dann mein Vortrag für nächstes Jahr und ich habe Angst, den halten zu müssen.
Lasst uns lieber den Wiederwahl-Junkies die Drogen wegnehmen und uns, wie wir es schon mal getan haben, die vor uns hertreiben. Davor haben die mehr Bammel als jeder Pirat vor dem Galgen. Wir sind die Jäger und nicht die Gejagten. Wir haben die anderen Parteien zu jagen. Dooferweise sind wir gleich noch die Fischer. Wir müssen die Menschen mit unseren Ideen abfischen. Das ist unsere Aufgabe als Partei. Wir müssen uns zwingen. Oh, da gibt es ein Konzept bei den Parteien. Das ist relativ neu. Und ich glaube, wir müssen uns zwingen, Ja zu sagen. Zu einem bedingungslosen Grundvertrauen in uns selber und in unsere Parteifreunde. In diesem Sinne, Sicht vor Deckung, seid mutig beraten und ich trinke auf ein erfolgreiches 2011. Es könnte das letzte 2011 sein. Mein Name ist Dirk Markey und ich bin Pirat. Danke.